So, das haben wir wieder an Ort und Stelle beim Dumpe, beim, ja, mittlerweile nicht mehr ganz so tollen Projekt. Naja, was soll's. Ich habe jetzt schon mal soweit die beiden Glühkerzen rausgeschraubt, die liegen auch hier. Ja, das ist die vom, ja, in Fahrtrichtung rechten Zylinder und das ist die vom in Fahrtrichtung linken Zylinder. Wie man sieht, die rechte, die ist dann noch so ein bisschen rußig, also ich denke mal, der wird noch verbrannt haben. Und wie soll es auch anders sein, der Zylinder, an den man überhaupt gar nicht rankommt. Da ist kein Ruß mehr am Glühstift. Der scheint vom Diesel so ein bisschen sauber gewaschen zu sein. Hier oben an der Spitze. Das wird wohl unser Problemzylinder sein, der vermutlich auch keine Kompression haben wird. Ich habe jetzt hier schon mal mein Köfferchen wieder mitgebracht. Habe jetzt auch schon mal mein Kompressionsmesser hier in den rechten Zylinder, was vermutlich noch der gute Zylinder ist, der startet, angebaut und werde jetzt mal mit dem Anlasser den Motor durchdrehen und gucken, was hier die Nadel sagt. Knapp 28 Bar. Ja, da brauche ich gar nichts mehr machen. Der hat gar keine Kompression mehr. Da ist irgendwas fett im Arsch. Kolben gebrochen, Kolbenringe gebrochen, Ventil zerstört. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt komplett auseinandernehmen und hier ist absolut kein Platz. Ja, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, dass der Kolben oder der Zylinder auf der Fahrerseite, nennen wir sie mal, auf der linken Seite des Motors, in Fahrtrichtung gesehen, gar keine Kompression mehr hat, haben wir den jetzt mal ausgebaut. Also wir haben beide ausgebaut und haben den hier dann, ja, wie soll es anders sein, auch als Übeltäter der fehlenden Kompression ausmachen können. Man sieht es hier schon, der hat hier schon eine immense Schleifspur, an der anderen Seite auch. Ja, wenn man sich den Kolben jetzt anguckt, sieht er alles andere als cool aus, ne? Da hat er übelst die Verschleißspuren. Da hat sich auch Material schon abgearbeitet, verschoben. Hier genauso, da oben, wo der Kolbenring eigentlich ist. Das ist nicht die Kolbenringnut, die kommt erst da. Oder der Stoß sozusagen. Sondern das ist wirklich Material, was da ja, hin und her gerieben wurde. Man sieht hier vom Kolbenbolzen an auch beginnend einen Riss, der hier so nach oben geht. Den kann man auch leicht, ja, mit dem Auge eigentlich verfolgen. Hier sieht man jetzt gerade nicht mehr. Das war, glaube ich, auch die gute Seite. Ja, da sieht man ihn. Auf der anderen Seite ist der Riss nämlich auch. Da geht er auch bis hier, bis zu dieser Brille in dem Kolben. Ne, da geht einmal der Riss komplett durch. Hier geht er auch schön nach unten, wie man sehen kann. Durch alle Stege durch, auch wieder bis zur Kolbenbolzenbohrung. Ja, der ist futsch. Keine Ahnung, warum der dann so geklemmt hat, ob der sich einfach ausgedehnt hat zu sehr oder was weiß ich, warum das jetzt auch genau im Fahrbetrieb bei uns passiert ist. Er lief ja sonst auch immer schon im Standgas eigentlich gut. Und ja, wir sind ja einmal nur gefahren und dann hat er komplett auf Schlag aufgegeben. So sieht der Kolben aus. Pleuel und sowas lassen wir noch. Also das behalten wir, sag ich mal. Das sieht gut aus soweit. Ja, der Zylinder hat auch so ein bisschen Schaden genommen. Der hat da so eine Abriebspuren. Wie soll es auch anders sein? Ja, auch an dieser Seite sieht er nicht mehr taufrisch aus. Der hat auch hier mehrere Lamellen, die fehlen. Ob das vielleicht auch so ein Grund war, dass die Kühlrippen hier ziemlich weggebrochen sind. Hier ist eine ganze Reihe, die hier weggebrochen ist. Laut Bedienungsanleitung darf maximal eine fehlen. Beziehungsweise, wenn die gegenüberliegend sind, oder besser gesagt, wenn hier eine fehlt, dann dürfte, ich sag mal, hier auch eine fehlen. Also die dürfen nicht auf einer Rille sein. Müssen Höhen und Seiten versetzt fehlen. Dann wären auch zwei abgebrochen in Ordnung. Ja, wie man sieht, hier ist eine, zwei, drei, vier auf einer Seite schon weggebrochen. Kann natürlich auch sein, dass er einfach zu heiß geworden ist dadurch. Da fehlen auch wieder welche. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der andere Kolben und Zylinder sieht eigentlich super aus. Den werden wir trotzdem abgeben, genauso wie den hier. Zylinder habe ich noch einen anderen aus dem Austauschmotor oder Ersatzteilspender. Den geben wir zum Motorenbauer. Der wird uns die aufs nächste Übermaß aufbauen. Wir werden uns neue Kolben kaufen. Zwei Stück. Wir werden auch die Pleuellagerschalen hier noch mitmachen. Die werden auch erneuert. Und ja, letztendlich behalten wir nur das Pleuel und wie gesagt, die zwei Zylinder bzw. einen anderen. Und ja, das fertige Ergebnis mit dem Einbau kommt dann jetzt. Ein Schwenk über den Tisch, wo alles in Einzelteilen liegt. Wir haben den Motor wieder, also quasi die Zylinder, die wurden jetzt aufgebohrt aufs letzte Übermaß.
Robert und ich haben gerade neue Lagerschalen hier unten für die Pleuel eingebaut. Ja, neue Kolben sind drin. Hier, niegelnagelneu, funkelnagelneu. Jetzt müssen wir noch die Zylinderköpfe wieder zusammensetzen, mit neuen Dichtungen und sowas bestücken. Und ja, dann geht's los, dass wir die Zylinder wieder neu einbauen. Hier mit diesen ganzen Beilagscheiben dann rumspielen, experimentieren, ausbauen, einbauen. Dass wir, ja, ich sag mal, oben genug Kompressionsraum schaffen. Und dann, ja, kommt eigentlich alles wieder zusammen. Und wir können hoffentlich wieder ein bisschen fahren. So, spannender Moment. Wir haben jetzt schon mal beide, ja, Zylinder wieder aufgesetzt, beide Zylinderköpfe aufgesetzt. Und machen jetzt mit der sogenannten Bleimethode, wir haben uns jetzt für Lötzinn entschieden, müssen wir das Spaltmaß, also quasi das Maß zwischen dem Kolben und dem Zylinderkopf, das Maß müssen wir jetzt ermitteln. 0,8 mm brauchen wir. Jetzt haben wir hier unsere schönen Lötzinnplättchen, die ja gequetscht wurden. Und die müssen wir jetzt messen. Ja, 0,85 haben wir einen. Wir haben drei Stück verteilt, jetzt haben wir den einen mit 0,85. Der andere hatte 0,8 mm. Ja, mit 0,6. So, jetzt haben wir uns entschieden, durch unsere Lötzinnmethode, dass wir hier nochmal zwei Beilagscheiben rauf machen, also 0,4 mm mehr, weil die waren hier ziemlich doll gequetscht. Auf der Seite haben wir jetzt 0,1 noch gemacht. Und ja, Robert, leg mal die zwei Scheiben hier noch rüber. Dann bauen wir das Ganze wieder ein. Rechte Seite haben wir das schon eingebaut, linke Seite bauen wir jetzt wieder ein, machen wieder Zinn hier drauf mit Schmierfett fixieren. Ja, müssen die Köpfe dann wieder abnehmen und dann nochmal final messen, ob das jetzt wirklich bei 0,8 bis 0,9 Spaltmaß landet. Junge, Junge, was ein Tag. Ich glaube, man sieht uns die Müdigkeit an, also mir wahrscheinlich auf jeden Fall. Robert ist gerade noch draußen, macht noch einiges. Wir sind jetzt seit heute Morgen um 8 Uhr bis jetzt mittlerweile 1.30 Uhr am Dumper zugange, haben den Motor wieder eingebaut, habt ihr ja gesehen, oder die Einzelteile des Motors eingebaut, haben schon mal einen Probelauf gerade gemacht, der springt auch an, hat Kompression so um die 20 bis 23 Bar hier der Zylinder. Ja, hier und da püfft er noch ein bisschen raus, hier mal ein bisschen Abgas, da mal ein bisschen Öl, aber ich sag mal, ist ein alter Motor, neu gemacht. Ja, darf wohl ein bisschen rauspuffen. Wir laden den jetzt wieder auf und fahren zurück in unsere Garage. Und dann geht's weiter am Dumper. Es neigt sich hoffentlich dem Ende. Ja, 8 Monate später stehen wir wieder hier, ne? Vor der Garage. Und mit uns der Varan, der sich jetzt ein wenig verändert hat. Zum Guten hoffen wir. Aber er hat uns auch genug geärgert. Hat eigentlich schon am ersten Tag angefangen, als wir die Mulde abbauen wollten. Diese furchtbare Stecken, der da vorne nicht rausging. An dieser Seite hätte man den eigentlich rausziehen müssen. Wir haben jetzt schon ja ziemlich viel Aufwand betrieben. Hier alles so ziemlich kaputt gebohrt und geschlagen, dass wir diesen Stecken irgendwie bewegt kriegen, aber der bewegt sich absolut nicht. Das Getriebe vom Motor trennen. Ja, das war ja auch eine schwierige Sache. Denn der viele Rost am Fahrerhaus. Ja, das andere war halt zu verrostet, ne, wie man hier sieht. Da war der Aufwand zu groß, sag ich mal. Das haben wir jetzt gekauft für 30 Euro. Nachher, als wir alles zusammen hatten, dass er nicht gekippt hat. Und dann kam ja auch schon die Aktion mit dem Motor, ne? Dann kam schon der Motor, ja. Der beim Fahren einfach so kaputt gegangen ist. Denn auf einmal ging der Motor schlagartig aus, hat keinen Ton mehr gesagt, wollte auch nicht mehr anspringen, lief nachher kurz mal auf einem Pott. Und hier aus dem kleinen Schlauch da hinten, wo die Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen ist, kommt ziemlich viel Öl. Jetzt läuft der Motor auf jeden Fall wieder. Wir sind eigentlich soweit fertig mit dem guten Ding. Wie gesagt, haben wir jetzt Ende September 2023 angefangen mit dem Ganzen. Haben heute Ende Juni 2024 und haben im Januar eigentlich so eine Winterpause gemacht. Also haben wir eigentlich wirklich am Stück 8 Monate fast jedes Wochenende hier dran gebaut. Ja. Freitags. Freitags auch mal. Sonnabends bis spätabends, ja. Manchmal schon Sonntagmorgen. Manchmal war schon Sonntag. Ja, so wie der Dumper jetzt hier steht, haben wir inklusive Kaufpreis von 1000 Euro 2620 Euro reingesteckt. Also nochmal 1620 Euro an Teile, an ja, Farbe,
an Dienstleistungen, zum Beispiel die Motoraufbereitung wieder. Ja, das war eigentlich so das Einzige, was wir weggegeben haben, mit fremden Händen, ne? Ja. Lackiert haben wir selber. Mhm. Geschraubt haben wir selber. Geschweißt. Geschweißt haben wir selber. Na gut, und Räder aufziehen. Für 20 Euro. Das haben wir auch nochmal weggegeben. Ach so, in den 2600 Euro sind übrigens nicht die neuen Reifen drin, weil die hat Robert ja mir und sich so ein bisschen, also mir vor allen Dingen zum Geburtstag geschenkt. Sich selber zu wahrscheinlich auch geschenkt. Und zu Weihnachten? Stimmt, Geburtstag nicht, Weihnachten. Fazit? Brauchen tun wir ihn eigentlich nicht. Nö, aber muss man halt haben, ne? Und er steht irgendwie ganz gut da, ne? Was wir so alles jetzt gemacht haben, was aus ihm geworden ist, aus diesem hässlichen Endline, was Anfang September irgendwo auf dem Trailer stand zum Verkaufen. Ja, steht jetzt hier als ja, nahezu neues Fahrzeug. Ja, es hat auf jeden Fall einiges an Nerven gekostet. Also vor allen Dingen wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit mir. Es hat uns so ein bisschen auf die Probe gestellt. Und jetzt ist auch erstmal gut, dass das Projekt fertig ist, glaube ich. Aber wir sind immer noch befreundet, ne? Ja, Robert wollte sich eigentlich zerstreiten, kurz vorm Ende, aber... Hat nicht geklappt. Gut, an dieser Stelle sagen wir denn vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt ja nicht jeden einzelnen Step, den wir gemacht haben, detailliert gezeigt. Das wäre viel zu lang geworden. Deswegen sind es jetzt am Ende 4 Videos geworden. Und wir haben euch immer mal nur so ein bisschen die groben Sachen dann gezeigt, die wir so gemacht haben. Wir hoffen, es hat trotzdem so ein bisschen für Unterhaltung gesorgt. Grüße gehen raus an Georg. Genau, Georg. Und Jörgi möchte ich grüßen. Ja. Und Johnny. Und Jule, dass ich immer hierher kommen durfte. Oh ja, danke an Jule. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Jo. Ciao. So, und jetzt aufschalten. Abschalten hier.